Es ist soweit. Heute ist der erste Tag der Highschool für unsere Daisy, unsere Ivy und unsere Violet. Wie es ihnen wohl damit gehen wird? Daisy wird sicherlich keine Probleme haben. Immerhin hat sie ihre beste Freundin dort und nun kennt sie auch noch Sydney. Wie Ivy sich anstellen wird, kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Ich hoffe, sie kommt klar und findet endlich Freunde. Auch bei Violet mache ich mir meine Sorgen. Irgendwie befürchte ich, mit ihrer offenen, unerschrockenen Art könnte sie auch auf die falsche Bahn geraten. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 24. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Heute ist es endlich soweit. Für unsere Daisy, unsere Ivy und unsere Violet steht heute der erste Tag an der Highschool an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also ich habe das aktiv jetzt noch gar nie gespielt. Deshalb keine Ahnung, was mich erwartet. Aber bevor wir endlich reinstarten, noch eine kurze Erinnerung. Am Samstag, den 18.09. findet mein 10-Stunden-Stream auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und Challenges geben. Unter anderem benötige ich dafür eine Challenge Sims von euch. Falls du das Video hierzu noch nicht gesehen hast, ich blende es dir jetzt hier rechts oben ein. Also erstell mir gerne Sims, folge mir am besten schon mal auf Twitch und wir starten jetzt gleich in den Part hinein. Wir haben gerade 5 Uhr früh und wie ich schon im Intro gesagt habe, heute ist der erste Tag der Highschool. Die Highschool beginnt in 3 Stunden und alle anderen sind auch noch am Schlafen, während Ivy schon dabei ist, Frühstück zu machen. Ich bin mir nicht sicher, was sie gerade kocht. Genau, Pan de Muerto bereitet sie zu, was auch immer das sein soll. Sie fühlt sich leider nicht so gut. Tatsächlich ist sie ein wenig beschämt, denn sie ist heute in der Früh mit Akne aufgewacht. Unkontrollierbares Wachstum. Ivy ist mit noch schlimmerer Akne aufgewacht. Wenn das so weitergeht, ist ihr Gesicht bald eine Landschaft aus Pusteln und Pocken. Naja, ich glaube, jeder, der einmal ein Teenager war, kann das nachvollziehen. Aber gut, Ivy hat jetzt leider noch einige Dinge zu erledigen, bevor sie sich dann bereit machen kann für die Schule. Wir werden einmal die Eier einsammeln, dann werden wir Futter in der Nähe verstreuen. Dann kann sie noch den Viehstall säubern und dann rufen wir einmal Betsy herbei, denn wir müssen sie natürlich noch putzen und melken. Ich hoffe, das geht sich alles vor der Schule aus. Emma, du könntest eigentlich auch mal aufstehen und einen kleinen Spaziergang mit unserem lieben Coco machen, denn er hat die ganze Zeit so diese Benachrichtigung, dass er eben nach draußen möchte. Dann mach einen Spaziergang mit ihm, dann kannst du ihn bitten, das Geschäft zu erledigen und dann werden wir ihn einmal umarmen. Sehr gut, wir haben 2 Eier gesammelt. Oh nein, ich glaube, er pinkelt jetzt ins Haus. Hä? Was ist eigentlich los mit meinem Spiel? Okay, never mind. Ja. Gut, irgendwas ist noch immer buggy. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht sollte ich anfangen, ohne Mods zu spielen. Dann wäre das Leben sicher einfacher. Heute ist Rabatttag. Ah, okay. Aber sie ignoriert diese Tradition. Ja, vielleicht können wir sie ja mit Emma wahrnehmen. Ja, wir brauchen eh ohnehin noch ein paar Sachen. Vielleicht können wir das dann heute kaufen. Gut, Daisy, dann kannst du auch mal aufstehen. Dann wirst du mal frühstücken. Und Violet kann auch gleich mal auf die Toilette gehen. Und dann kannst auch du frühstücken. Die Qualität ist einfach ausgezeichnet. Welche Fähigkeiten hat Ivy denn bitte schon? Okay, sie hat Kochen tatsächlich nur Level 1, aber schon Level 4 der Gartenarbeit. Das ist wirklich nicht schlecht. Okay, die Schule beginnt in einer Stunde. Gut, dann lassen wir das mit Betsy mal. Das muss dann wohl Emma machen. Ivy kann jetzt auch noch frühstücken. Und haben wir irgendwo einen Spiegel? Ja, ich glaube, hier kann sie sich dann nämlich genau ihre Akne abdecken. Das werden wir jetzt machen und dann wird sich einmal sich selbst Zuspruch geben, denn ich glaube, Ivy ist schon wirklich sehr nervös wegen dem ersten Schultag. Daisy und Violet lässt das Ganze natürlich kalt. Wie sollte es anders sein? Ja, sie fühlt sich nur unwohl, weil hier alles schmutzig ist. Kann ich verstehen. Und Violet ist angespannt wegen dem billigen Bett, weil sie Rückenschmerzen hat und zudem wegen ihrer Angst. Also sie hat ja auch diese Angst der unerfüllten Träume. Da muss sie dann auch dringend mit jemandem drüber sprechen.
Ich werde der Familie in der Zwischenzeit helfen, ein wenig Ordnung zu machen. Vielleicht geht es Daisy dann auch besser. Das Frühstück können wir eigentlich auch in den Kühlschrank geben. Ja, die zwei ganz Kleinen schlafen noch. Also unser Jared und unsere Rose. Warum geht es Coco so schlecht? Hä? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Wieso ist es so buggy? Oh, mehrere deiner Sims müssen zum Unterricht. Möchtest du ihnen folgen oder sollen sie ohne dich gehen? Natürlich möchten wir ihnen folgen. Und zwar gehen wir gemeinsam mit Daisy, Ivy und Violet in die Schule. Ich freue mich schon so. Ich bin schon so gespannt, was mich erwartet. Ich hoffe, dass es cool ist. Also, ich kenne es bisher schon ein bisschen von anderen Let's Plays und Streams. Aber das dann selber zu spielen, ist ja dann doch noch einmal was ganz anderes. Also, ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und hier sind wir. Wieso ist das denn noch dunkel? Hä? Okay. Es ist hier noch total dunkel. Okay, alles klar. Hier sind sie. Unsere Daisy, unsere Ivy und unsere Violet. Okay. Irgendjemand von ihnen sollte mit dem Direktor plaudern. Ich denke, dass das gleich mal Daisy machen wird. Wo haben wir denn den Direktor? Ich schätze Daisy nämlich ein bisschen so ein. Also sie ist ja sehr gut in der Schule und sie bemüht sich sehr. Oh, hier können wir Essen kaufen, alles klar. Oh nein, zuerst muss sie natürlich mit Sydney sprechen. Sie wird jetzt einmal zu ihm hingehen und ihm eine fesselnde Geschichte erzählen. Wahrscheinlich erzählt sie ihm einfach, wie aufgeregt sie ist, dass sie jetzt tatsächlich hier ist in der Highschool, dass sie es endlich geschafft hat. Und dann werden wir ihm einmal unser Outfit zeigen. Immerhin stand Daisy sicher stundenlang vorm Spiegel und hat sich dieses Outfit ausgesucht. Was natürlich ihr ganz normales Alltagsoutfit ist. Aber egal. Gut, und dann könnten wir uns eigentlich gleich einen Spind aussuchen. Ivy, am besten beginnst du gleich. Was möchtest du? Oh, ein lustiges Video mit ihrer Schwester ansehen. Aber nein. Oh, Ivy Potter, willkommen im Leben eines Teenagers. Ein Teenager zu sein ist nicht wirklich anders als jetzt und du fühlst wahrscheinlich keinen Unterschied zu vorher. Nur ein bisschen größer, deine Stimme ist vielleicht ein bisschen tiefer und du wirst eine Menge mehr Drama erleben. Keine Sorge, du wirst es schaffen. Also die Preteen-Jahre sind schon vorbei. Dann werden wir mal bei allen das Preteen-Merkmal entfernen, sonst ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Preteen-Merkmal entfernen und dann auch noch bei unserer Violet. Ich glaube, das ist jetzt nämlich ein bisschen verbuggt, weil ich das umgestellt habe und dann die Alterung umgestellt habe. Also ansonsten sollte das natürlich ein wenig länger gehen. Aber okay, ist ja nicht so schlimm. Dann sind sie jetzt eben schon älter. Daisy unterhält sich noch ein wenig mit ihrem Sydney. Dann könnte sie gleich mal diesen Spind nehmen. Und Ivy, welchen Spind bekommst du? Oh, sie ist verängstigt, weil sie noch immer Angst vor der Dunkelheit hat. Ivy wird einfach diesen Spind nehmen und Violet nimmt einfach diesen hier. Ich glaube, das passt ganz gut. Ist das jetzt schon dein Spind? Oh, perfekt. Dann werden wir ihn dekorieren und Adrette, Dekoration. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Oh, ist das süß. Das sieht tatsächlich nach ihr aus. Gibt es noch andere? Kawaii? Nein, okay. Das hat auch die neben uns. Das möchten wir natürlich nicht. Ja gut, dann geben wir ihr die Adrette-Deko und dann müssen wir noch den Direktor finden. Wo ist der Direktor? Lehrer der Klasse 1 und jede Menge Schüler. Okay, die meisten Schüler kennen wir aber tatsächlich schon. Also ich glaube, die meisten waren auch beim Abschlussball. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Derzeit sind ja noch nicht so viele da. Lehrer der Klasse 2. Oh, hier haben wir die Direktorin. Sehr gut. Dann werden wir uns einmal respektvoll bei ihr vorstellen. Immerhin möchte Daisy gute Noten und da kann man sich schon bei der Direktorin einschleimen. Ivy, welche Dekoration passt denn für dich? Vielleicht die Öko-Deko? Das ist perfekt. Ich muss gar nicht mehr sehen. Bei Violet wird das jetzt ein wenig komplizierter. Vielleicht Grunge? Das ist schon mal sehr cool. Was ist Goth-Deko? Okay. Das finde ich jetzt nicht so spannend. Dunkle Akademie-Deko? Keine Ahnung, was das sein soll. Also ich verstehe hier tatsächlich nicht alles. Vielleicht bin ich schon ein bisschen zu alt dafür. Also falls jemand von euch weiß, was dunkle Akademie-Deko sein soll,
Könnt ihr mir das gerne erzählen? Oh, sie müssen zum Unterricht. Aber Daisy, du sollst doch noch mit der Direktorin plaudern. Ja, ich finde das leider gerade nicht, aber egal. Daisy muss ohnehin zum Unterricht. Auch Ivy sitzt schon in der Klasse. Oh, die haben alle zusammen Unterricht. Also auf jeden Fall haben wir hier mal Ivy, Sydney und Violet. Ich dachte, Sydney ist älter. Aber okay. Dann wird sich auch noch Daisy hier hinsetzen. Das finde ich ein wenig untypisch. Also, dass Daisy in der zweiten Reihe sitzt, aber Violet in der ersten? Hm. Ich weiß nicht. Streich an Whiteboard spielen? Violet, it's your turn. Spiele einen Streich. Okay, sie kann keinen Streich spielen, da sie am Unterricht teilnehmen muss. Können wir da irgendetwas machen? Sie macht Notizen. Okay. Und es ist schon wieder vorbei. Feueralarmübung? Ja. Ivy ist natürlich ängstlich und läuft hinaus. Wie sollte es anders sein? Alle anderen sind relativ gechillt. Möchtest du da nicht teilnehmen? Oh, sie spielt den Streich. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Streich ist. Zuhören, wie Ivy ausflippt. Ich verstehe nicht, was jetzt los ist und warum sie nicht nach draußen gehen. Aber ist eigentlich auch egal. Es ist immerhin nur eine Übung und ich schätze vor allem, dass es Violet ziemlich egal ist. Ich glaube, sie könnte jetzt endlich mal anfangen, Keyboard zu spielen. Also setz dich mal hier oben hin und übe ein wenig. Oder eigentlich ist das eher ein E-Piano, also ein Klavier. Ist ja nicht wirklich ein Keyboard. Aber egal, dann kann sie das spielen. Ist ja ohnehin schöner. Gut, Ivy, was machst du? Wir rumschreien. Nein. Aber du hast ein wenig Hunger. Du könntest ja eigentlich aus deinem Spind einen Apfel nehmen. Daisy ist auf der Toilette. Alles klar. Sag mal, gibt es hier keine spannenden Leute? Hm. Ich weiß nicht mal, wo die Feueralarmübung ist. Ich schätze draußen irgendwo. Ja. Okay. Oh, unser Mittagessen hat jetzt angefangen. Wer sind denn hier die Menschen? Das ist diese Lena. Oh, diesen Patrick, an den kann ich mich auch noch erinnern. Max, dann haben wir noch Sydney. Direktorin. Ich finde die SchülerInnen alle nicht so cool. Hm. Ich hätte gern mehr coole Schüler. Hier ist gerade einer verschwunden. Christian, Kevin, Brigitte? Die ist doch eindeutig schwanger. Oder nicht? Okay. Entweder ist sie schwanger oder nicht. Sorry, falls ich das jetzt falsch interpretiert habe. Oh, hier unten gibt es ja auch noch was. Wie cool, da ist ein Fotostudio. Oh, wir müssen unbedingt ganz viele Fotos machen. Hier haben wir ja einen Streich gespielt. Okay. Ich verstehe es nicht. Violet spielt hier gerade und es scheint ja auch sehr viel Spaß zu machen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, sie ist ein bisschen einsam. Ich meine, immerhin fühlt sie sich gut wegen dem erfolgreichen Streich. Niemand, mit dem man das Lächeln teilen kann, wegen Einsamkeit. Wenn der Sim den Spaß nicht teilen kann mit jemandem, wird die Verspieltheit verblassen. Oh, ich wusste es, dass sie einsam ist. Arme Violet. Ivy geht es aber gut. Sie fühlt sich tatsächlich selbstsicher. Yeah, you go, girl. Wer ist das? Ty, der Hausmeister. Ja, stell dich mal bei dem Hausmeister vor. Ich meine, du hast sonst nicht viele Freunde. Vielleicht wird das ja dein neuer bester Freund. Oh, das ist das Männerklo. Da kann sie leider nicht rein. Was macht Daisy? Sie tanzt. Stimmt. Warum übt Daisy eigentlich nicht auf ihrer Cheerleader-Matte? Daisy, du gehst da jetzt raus und wirst einen Solo-Auftritt geben. Go, Daisy. Go, Daisy. Sie hat jetzt die Fitnessfähigkeit erworben. Oh, das Mittagessen endet gleich, aber sie muss noch ein wenig üben. Immerhin ist sie bei den Cheerleadern, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Oh, und das ist auch unsere Tagesaufgabe. Das ist also sehr, sehr gut. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, wenn ich sie so sehe, sie braucht dringend noch dieses Cheerleader-Outfit.
Also wenn jemand von euch weiß, wo wir das herbekommen, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich weiß zwar, dass es beim Chili der Sporttag ist, aber der ist doch sicher erst wieder irgendwann. Ja, der ist erst am Freitag. Ich hätte es gerne ein bisschen früher. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wo ich das herbekomme, schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ja, alle anderen gehen auch schon zum Unterricht. Nein, Violet eigentlich nicht. Violet möchte noch ein wenig Klavier üben, aber ich glaube, das darf sie auch. Und dann könnte sie auch noch Gitarre üben. Ich möchte, dass sie beides lernt. Oh, und sie ist so traurig, weil sie an den Sinn des Lebens denkt. Welche Wahl hat Violet eigentlich? Alles, was sie tun möchte, scheint immer außer Reichweite zu sein und von dem überschattet zu werden, was von ihr verlangt wird. Arme Violet, sie tut mir so leid. Also sie ist wirklich schon mitten in der Pubertät. Das merkt man so eindeutig. Ja, und wir haben bei ihr auch das Bestreben, intensives Leben. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das mit ihr weitergehen wird. Oh, die Schule ist gleich aus und Daisy hat dann auch gleich Cheerleader-Übung und sie kommt zu spät zum Unterricht. Alles klar. Es ist schon wieder was im Sozialhase passiert. In meinen Händen sollte ein Kissen als gefährliches Objekt klassifiziert werden. Auf in den Kampf. Kissenschlachten sollen Stress abbauen, aber warum fühle ich mich dann so ausgelaugt? Was hat es mit diesen Kissenschlachten auf sich? Aber sie hat schon 422 Follower. Das ist nicht schlecht. Oh, Sydney hat ihr geschrieben, Daisy, wir sollten uns mal treffen und Zeit miteinander verbringen. Ja, sollten wir. Und Nawai hat uns auch geschrieben. Hallöchen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Oh, ist das süß. Dann schreiben wir jetzt auch mal eine Nachricht an Nawai. Und zwar eine freundliche. Und dann schreiben wir auch eine kokette Nachricht an Sydney. Ich habe eine Idee. Du, ich und ein Boba-Tee mit zwei Strohhelmen. Heißt es wirklich Strohhelmen? Okay, Duden und ich sind uns ziemlich sicher, das sollte heißen du, ich und ein Boba-Tee mit zwei Strohhalmen. Nicht Helmen, sondern Halmen. Aber vielleicht ist das auch wieder so ein Witz von EA, den ich nicht verstehe. So wie die ganzen lustigen Nachrichten, die ich nicht verstehe. Ja, kann natürlich auch sein. Wenn es das ist, sorry EA. Wenn nicht, nicht sorry. Okay, Violet hat jetzt auch noch die Gitarrenfähigkeit erworben. Sehr, sehr cool. Gibt es eigentlich auch eine Aktivität, die zu Violet passt? Ist das unter Business? Ja. An außerschulischer Aktivität teilnehmen. Oh, was haben wir hier? Tagesendbericht. Die Lehrer haben die Hausaufgaben eingesammelt und die Schüler entlassen. Ein paar Sims hängen noch rum, aber jedem steht es frei, nach Hause zu gehen. Nach der Überprüfung der Hausaufgaben unter Berücksichtigung der Beteiligung am Unterricht wurde Folgendes ermittelt. Daisy hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Ivy hat ihre Lehrer beeindruckt und heute eine Menge gelernt. Violet hat heute gute Arbeit geleistet und gute Noten bekommen. Ja, ich bin mir nur mittelsicher, ob das stimmt. Immerhin war Violet den halben Schultag hier oben im Musikzimmer und hat etwas anderes gemacht. Aber wenn den Lehrern das nicht aufgefallen ist, dann ist das ja auch nicht schlecht. Was gibt es hier? Also wir haben hier eben das Cheerleading-Team, Computer-Team, Football-Team, Pfadfinder, Schachteam und Theater-AG. Okay. Nein, also ich finde, da passt wirklich gar nichts zu Violet und auch nichts zu unserer Ivy. Ja, ich bin schon gespannt. Vielleicht passt ja dann etwas zu Jared oder Rose. Das könnte ich mir eher vorstellen. Aber ich glaube, ich habe mich gerade dazu entschieden, dass Ivy nach Hause gehen wird. Und mit Violet werde ich noch ein wenig in Copperdale bleiben. Zuerst kann sie hier aber noch eine Kleinigkeit essen. Was hat sie denn hier bestellt? Kleines Mittagsmenü. Oh, irgendwie ist es so traurig, sie ist einfach die ganze Zeit so allein. Mir kommt vor, sogar Ivy findet besser Anschluss als sie. Wobei Ivy hat schon wieder Akne und fühlt sich deshalb schlecht. Aber zumindest ist sie nicht einsam. Oh, die arme Violet. Ivy ist jetzt schon zu Hause und Daisy nimmt am Cheerleader-Training teil und wird dort ein paar Freundschaften schließen. Und ich glaube, mit Violet werden wir jetzt ein wenig Copperdale unsicher machen. Also eigentlich ist hier ja stürmischer Regen. Und ich glaube, es ist gar nicht so lustig, bei diesem Wetter hier draußen zu sein. Aber ich glaube, für Violet war der Schultag nicht so schön. Und deshalb möchte sie eben Zeit draußen verbringen. Irgendwie ist das voll gruselig. Ich glaube, Leo hat einen Skin oben mit Falten. Jetzt sieht er einfach schon aus, als wäre er ein Senior, dabei ist er ein Teenager. Creepy. Könnten wir jemanden mitnehmen? Nein, okay, schade.
Gut, dann geht sie eben alleine. Ich meine, Amy hätten wir mitnehmen können. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Violet ist es ein wenig unangenehm, weil sie war ja immer so eine offene Person und hat so schnell Freunde gefunden und auf einmal fühlt sie sich wie eine Außenseiterin. Ich glaube, das ist für sie auch etwas Neues. Und jetzt muss sie mal allein lernen, damit umzugehen. Es ist einfach so traurig. Es ist strömender Regen und sie fühlt sich total allein. Wen haben wir hier? Luna Villarreal. Ja. Möchtest du mitspielen? Gut. Violet spielt in der Zwischenzeit mal mit Luna Schach und dann können wir uns einmal bei ihr vorstellen. Und in der Zwischenzeit schauen wir, wer hier noch herumläuft. Hier haben wir noch diesen Max. Irgendwie verfolgt uns der. Ich meine, eigentlich finde ich seinen Style echt cool. Vielleicht sollten wir den auch mal näher kennenlernen. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Wen haben wir noch hier? Darsh Trivedi. Warum sind hier so viele Fans und Paparazzis? Oh, Violet findet Luna vernünftig und sie findet uns einfallsreich. Sie sieht voll lieb aus und sie ist auch eine Teenagerin. Dann werden wir uns bei ihr mal über Probleme beschweren und wir können mit ihr über Ängste reden. Na, dann machen wir das mal gleich. Wieso geht sie nicht in unsere Schule? Oh, aber irgendwie verstehen die sich nicht so gut. Violet hat irgendwie kein Händchen mehr für Leute. Also sie war mal so sozial und irgendwie ist sie es jetzt nicht mehr. Und jetzt hat sie auch noch geschummelt. Okay, aber ich werde jetzt ganz kurz zurück nach Hause gehen. Es ist nämlich schon spät, also wenn ich mich richtig erinnere, war es schon kurz vor 18 Uhr. Und wir müssen heute auf jeden Fall zum Markt, denn uns geht das Geld aus. Und deshalb werden wir das jetzt noch ganz schnell erledigen. Einfach ganz schnell zum Markt und dann wieder zurück. Vielleicht kann das Ivy erledigen oder auch Emma. Ich schaue einfach nach den Bedürfnissen, wem der beiden es besser geht. Oh, die Angebotsdauer für den Artikel Daisy's Dream auf Trendy ist abgelaufen. Das Objekt wurde in dein Inventar zurückgelegt. Oh nein. Oh, und Rechnungen haben wir auch, die wir uns absolut nicht leisten können. Es läuft gerade nicht gut. Daisy verkauft dein Outfit nochmal auf Trendy. Dann ist Raoul aus irgendeinem Grund da. Okay, naja, Jared und Rose, dann könntet ihr eigentlich mit eurem Papa sprechen. Wir werden Raoul zum Tanzen einladen und dann kann auch Rose mit ihnen tanzen. Gut, Ivy, was machst du? Du hast die ganzen Sachen noch im Inventar. Am besten wird also Ivy dann einfach zum Markt fahren. Das geht ein bisschen schneller. Das können wir auch noch verkaufen. Und vielleicht haben wir ja auch noch etwas im Kühlschrank. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Und ein paar Flaschen Milch nehmen wir auch noch mit. Und dann machen wir uns mit Ivy gleich mal auf dem Weg zum Markt, um eben ein paar Sachen zu verkaufen. Und wie immer reisen wir zum Hanford Restaurant. Stimmt, jetzt wo ich gerade Haru da gesehen habe, mit Haru und Scarlett haben wir auch schon ewig keine Zeit mehr verbracht. Ich glaube, die werden wir dann spätestens beim nächsten Familienfest sehen. Wobei, wir könnten sie eigentlich auch mal besuchen. Also, falls ihr eine Idee habt, warum wir sie besuchen können, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielleicht könnten wir ihnen ja dann mal einen Besuch abstatten. Hier sind schon wieder jede Menge Leute. Ist aber jetzt nicht wirklich wer Spannendes dabei. Kim ist hier. Und wer steht dann bei deinem Stand? Ich verstehe es nicht. Carolyn steht jetzt da. Alles klar. Es hat geöffnet, dann werden wir einmal handeln und dann unsere Objekte verkaufen. Sehr gut, wir bekommen Rabatt. Wir verkaufen gleich mal alle Äpfel, den ganzen Basilikum und die Birnen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir mit dem ganzen Zeug sonst machen sollen. Pilze, Milch, noch mehr Pilze, den Mega-Vital-Dünger behalten wir mal. Dann noch den Salbei, die Schokobären, Schokoladensirup und den anderen Vital-Dünger behalten wir auch. Und dann haben wir einen Gesamtgewinn von 1400 Simoleons. Das ist wirklich nicht schlecht. Anscheinend wurde Lavina abgewählt und jetzt ist diese Frau mit dem blauen Lippenstift Bürgermeisterin, Ava Winter. Alles klar. Hier geht es ganz schön wild zu und ich habe keine Ahnung warum. Gut, dann kann Ivy jetzt auch nochmal hier bleiben und ich werde jetzt aber wieder zurück zu Violet gehen. Die ist anscheinend noch immer am Schachspielen. Und dann schauen wir, ob sie noch irgendetwas in Copperdale unternehmen kann. Und hier sind wir wieder. Es hat sich tatsächlich nicht viel geändert. Luna ist noch immer da. Max ist nur noch da. Okay, dann werden wir uns jetzt einmal bei Max vorstellen.
Denn irgendwie ist er ja immer da, wo wir sind. Vielleicht ist es Schicksal und er soll unser bester Freund werden. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich glaube, beste Freunde werden sie nicht. Wir finden erst seltsam. Er findet, wir sind im Traumland. Alles klar. Und Luna ist jetzt auch weg. Naja, irgendwie ist das Teenagerleben von Violet bisher, glaube ich, nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie wollte rebellieren und Blödsinn machen. Irgendwie scheint das alles nicht so zu klappen. Okay, nein, Kinder brauchen wir keine in unserem Leben. Aber vielleicht könnten wir ja hier mal zum Rummelplatz gehen. Was gibt es hier? Bubble Tea. Bestellen wir uns hier mal etwas zu essen. Sie bestellt sich jetzt mal eine Käsepizza. Hier kommen noch mehr Leute. Wer seid ihr? Ach, das sind die Mitarbeiter. Alles klar. Und jetzt haben wir eine SMS von Emma bekommen. Die Ausgangssperre beginnt bald. Wenn du nicht schnell nach Hause gehst, wird es Ärger geben. Okay, aber irgendwie scheint Violet das nicht sonderlich zu kümmern. Hey, Amy ist hier. Perfekt, dann werden wir uns noch ein wenig mit ihr unterhalten. Wir werden sie einmal gnadenlos ärgern. Ich glaube, das macht man so. Und dann werden wir ihr eine urbane Legende erzählen. Ich bin sehr gespannt, was Violet ihr hier jetzt für Lügen auftischt. Oh, das sind beides keine positiven Interaktionen. Alles klar. Ich hoffe, sie mag uns trotzdem. Gut, vielleicht haben sich die beiden auseinandergelegt. Denn irgendwie verstehen sie sich nicht mehr so gut. Ich meine, ich verstehe es ein bisschen. Violet hat sie angelogen und war gemein zu ihr. Ja, wer bist du und warum möchtest du in unser Gespräch? Ben Bear, ein blauhaariger Teenager, der sehr traurig aussieht. Könnte eigentlich auch mit Violet befreundet sein. Würde ich jetzt auch sehen. Willy sieht auch süß aus. Aber so eine richtig potenzielle Freundin habe ich jetzt für Violet noch nicht gefunden. Also Annika oder eben Anne, wie ich sie nennen möchte, finde ich zwar ganz in Ordnung, aber ich weiß nicht. Vielleicht sollte sie noch ein paar mehr Leute kennenlernen. Aber irgendwie gibt es hier keine coolen Teenager. Oh, was passiert hier? Das war kein gutes Geräusch. Ja, Sozialhase. Oh, Violet macht eine Phase durch, sie ist rebellisch und nur darauf aus, die elterliche Autorität in Frage zu stellen. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jetzt fühlt sie sich unwohl, weil sie auf die Toilette muss und weil es regnet. Ja, wie gesagt, ich glaube, Violet hat sich das Teenager-Dasein hier in Copperdale ein wenig anders vorgestellt. Also ja, sie wollte Party machen, Blödsinn machen und irgendwie ist sie jetzt nur allein und einsam und fühlt sich so gar nicht wohl. Jetzt ist sie auch noch wütend, weil Amy sich die ganze Zeit mit ihr streitet. Ja, arme Violet, sie tut mir wirklich, wirklich leid. Vielleicht sollten wir im nächsten Part mal in San Myshuno vorbeischauen oder irgendwo anders. Ein kleiner Tapetenwechsel würde ihr, glaube ich, gut tun. Jetzt denkt sie auch noch über Drogen nach. Glaube ich zumindest. Oder es war Medizin. Egal, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, an dem wir diesen Part beenden sollten. Und das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!